Also bis jetzt gefällt es mir halt richtig gut. Die Moves ist alles schön geschmeidig, das Spiel. Man kann dann dashen und schlagen und ja. Ja, liebe Leute, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Wir spielen Hades. Ja, ich habe es mal ganz kurz angespielt. Wir werden es jetzt trashen, weil habe ich ziemlich verkackt. Und ja. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, Father. Also wir spielen den jungen Zagerus oder... Ja, zur Hölle, ja, du bist schon in der Hölle. Den Zagerus oder wie auch immer man sagt, der Sohn von Hades quasi. Und der möchte gerne mal raus aus der Hölle. You're in my way. Merk schon, meistens wird kommentiert, wenn man irgendwas macht, wenn man hier die Geister schlägt oder so. Man kann halt irgendwie dashen, dann gibt es hier so einen Special Move. Und hier ist schon so ein Schuss, den muss man wieder einsammeln, damit man wieder schießen kann. Was ich auch richtig coole Mechanik finde. Ich weiß gar nicht, ob der von selbst zurückkehrt. Testen wir mal. Kommt der zurück von selbst? Ne, man muss ihn wirklich einsammeln. Gut. Und man kann seinen Charakter halt hier irgendwie mit den, wie nenne ich das jetzt am besten? Reliquien der verschiedenen Gottheiten ein bisschen customizen. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Relikt von Athene. Dieses Relikt muss ich erst freischalten, indem ich die Prüfung hier bestehe. Also halt alle Gegner in dem Bereich töten. Und das gibt mir dann, ja, verschiedene Boni. Die Schwierigkeit in dem Spiel ist, dass man getroffene Trefferpunkte nicht wieder regenerieren kann. Das heißt, das Spiel ist aus, sobald man sein ganzes Leben verloren hat. Man kann sich halt nicht heilen, wie gesagt. Man muss mal möglichst gucken, nicht getroffen zu werden. Später kann man dann auch Schüsse vom Gegner reflektieren. Das ist jetzt so ein kleiner Spoiler. Das ist schon die erste Fähigkeit, die man von Artemis... Artemis. Von Athene lernt. Das fand ich auch sehr, sehr angenehm dann. Weil später ziemlich viel geschossen wird. Ja, gucken wir uns die Fähigkeit jetzt mal an. It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Hier, göttliche Attacke ist halt, der Angriff kann reflektieren und der Angriff ist stärker um 40%, das werden wir auch nehmen. Ein göttlicher Spurt finde ich am zweitbesten, das, der Spurt reflektiert dann auch Geschosse. Ja, und wir gehen mit Angriff, weil... Ja, danke. Wir gehen halt mit Angriff, weil wir das können. So. Hier gibt es dann als Belohnung einen Schlüssel, sieht man. Zu dieser Tür. Ja, jetzt haben wir noch keine Auswahlmöglichkeiten. Aber später kann man zwischen verschiedenen Türen wählen. Hier sind so Fallen am Boden. Können Gegner auslösen, kann aber auch ich auslösen. Und man sollte sich halt nicht treffen lassen von denen. Der Schlüssel. Hier gibt es jetzt schon die Möglichkeit von zwei Türen. Hier ist einmal Artemis, soweit ich weiß, und das müsste Dionysos sein.
Letztes Mal habe ich Artemis genommen, deshalb nehme ich diesmal Dionysos. Komm. Artemis-Talente haben irgendwie sowas mit kritischer Chance zu tun. Dionysos weiß ich gar nicht. Aber das ist ja der Gott des Weines und des Feierns. Ja, toll, jetzt habe ich schon mal Schaden gefressen. Darum wird es wahrscheinlich irgendwas mit, weiß ich nicht, Heilung zu tun haben oder Spaß. Oder mehr Leben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Autsch, autsch. Muss halt echt mehr auf mich achten, ne? So, du, jetzt kann ich gleich mal das Geschoss reflektieren. Ja, kann ich nicht, weil ich zu blöd bin. Nochmal. Hier, das ist ja richtig cool eigentlich. Coole Fähigkeit. That sound. Ja, jetzt werden wir es eh gleich sehen. That was revelry? People having a good time? Well, sure then. In the name of Hades, Olympus, I'll accept this message. Hey there, Zagman. How's it going? Look, you have got to get here with the rest of us already. We've been saving you a spot. Let me see what I can do. Make life a little sweeter for you in the meantime. Aha. Cool. Fäulnistusch. Spezialfähigkeit bringt... Also Gift ist es. Okay, Gift. Ja, Alkohol ist ja auch Gift. Dein Wurf schleudert ein großes... Aha. Aha, aha, aha. Wurfschaden einfach erhöht. Festlicher Nebel. Edler Tropfen. Du erhältst Leben, wenn du... Was ist das? Was ist das? Wieder so ein... Nektar. Aha, zum Verschenken oder aus Tauschgeschäft. Wir brauchen eigentlich das Leben. Komm, in den Nektar. Nektar! I'm hurt. Can't heal myself. Ja, genau. Ja, ja gut, dann gehen wir hier rein. Gibt's ja nichts anderes. They absorb my blow. Aha, aha. Was geht da ab? Das ist ein Miniboss oder so? Nee. Au, au. Weg. Also bis jetzt gefällt es mir halt richtig gut. Moves, ist alles schön geschmeidig, das Spiel. Man kann dashen und schlagen und... Ja. Right. So, das ist Hades Zeichen, oder? Soweit ich weiß. Gibt's sonst keinen Gang? Muss ich zu Hades? Muss ich zu Papi? Ah, nee. Alter, die sind richtig hart. Die haben auch so einen Totenkopf nebenbei. Das wird wahrscheinlich heißen, dass sie ein höheres Level haben als ich. Oder wenn es sowas wie Level gibt in so einem Spiel. Oder sie sind halt einfach Champions. Mütze. Oh, Loot. Each exit has its own reward. So. Das ist hier wieder Artemis. Da ist ein Totenschädel. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Und da ist, was ist das für ein Gott? Eine Frucht. Der Fruchtgott. Probieren wir den Fruchtgott. Mal jeden ausprobieren jetzt. Ja, das sind aber auch mächtige. Aber die sind mir bis jetzt die liebsten, weil die sind so schön langsam. Natürlich, wenn sie dich treffen, macht er ja, Schaden. Alter! Nice. Palm of power. Power-Apfel. The power of Olympus.
Aha, göttliche Hacke Level 2 ist schön. Ja, nimm mal. Komm. Nehmen wir. Natürlich, natürlich. Was ist das? Sieht mir nach einer Bank aus. Und das hier. Na komm, wir gehen zur Bank. Oder was auch immer das ist. I think I hear the river. Charon's shop. Aha. Wow. Was ist das Mittlere? Das ist eine neue Fähigkeit, ne? Fast Food? Ich bin halt wirklich versucht, da drauf zu klicken. The infernal wares of the Stygian boatman Charon lie sprawled about. Available for sale, whomever would be willing to quench the boatman's great thirst for riches. Genau. That would be me. Ja, ich würde das nehmen hier. Das Herz. Thank you, mate. 25 und hier mich heilen. Einmal. Ja. Nice. Wow. Well, good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights and. Sure is awfully convenient to be running a deal like this. I had all this coin I wanted to get rid of. Ja, toll. Was kann ich schenken? Ja, was krieg ich dann? R1, RT. Ach hier. Charon, you've been such a reassuring sight. I thought I'd offer you a token of my gratitude. Wait, you don't have to give me something in return. It was a gift. Though you're insisting, aren't you? I don't know what to say, mate. Ja, danke schön. Jo. Hier gibt's das Boot, oder? Kann ich rüberfahren? Nee. Muss ich da hier rein. Also, es läuft schon mal besser als in der Testrunde. Wesentlich. Wozu lasse ich mich halt schon noch treffen? Das ist nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen schlage ich mich mal schon gar nicht so schlecht. Dann frage ich jetzt mal einfach so in die Runde, wollt ihr weiter so eine Videos sehen? Ich werde das Spiel auf jeden Fall auch privat spielen, aber wenn ihr sowas sehen wollt, dann gibt es auch weiter auf dem Kanal. Vielleicht ab und zu mal zwischendurch, wenn ich ein bisschen trainiert habe. Bin ja eigentlich eher so der Story-Let's-Player. Denke ich zumindest. Ich weiß noch nicht, was ich bin. Da hat ja alles erst angefangen. Aber zwischendurch sowas ist sehr erfrischend. Nice. 120 Leben schon. Hier gibt es wieder Geld. Ja, nehmen wir Geld. Alter Schädel mit toten Schädel. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Krass. Was das für einen Unterschied macht, wenn es zuhitzen. Alter. Ui. Geld, Geld, Geld. Geld, 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 Geld. Boom. Ja, schon wieder die Hälfte des Lebens weg. Krass. Ah, nein, 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 nein.
Wie war Gegnertypen für die? Komme ich gar nicht klar. Krass. Ich bin wieder fast tot. Da können wir wieder shoppen gehen. Oder wir verdienen uns das Herz. Ich meine, wir haben ja noch nicht so viel Gold. Komm, wir verdienen uns das Herz. Ja, oder wir kriegen sie einfach, ne? Ist auch toll. Was ist hier drin? Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus, promising terrifying dangers far beyond the underworld prince's reckoning. And I can reckon quite a bit. Aha. Ja, ist das jetzt ein Boss oder was? Well, this is awkward. Halt, Sagrius. Not one step further. Megaira. Megaira. So. Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have someplace else to be? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back like a good little man, or I can send you home the painful way. What'll it be? I'll have to go with the painful way. A man after my own heart. Alter, ist das bestimmt voll krass. So weit war ich noch nie. Ja. Na, jetzt kommt der Gegner auch noch, oder? Sie alleine wäre ja okay. Macht er immer nur den AOE-Move, den Dash. Oh ja. Ich rede und sterbe dabei. Krass. Nein. Ja. Ja. Das war's. Damn it. I'm home. Yes, carry on everyone, don't mind me. Naja. Also, wie gesagt, wenn ihr mehr von dem Zeug sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Hades. Alter, ist das krass. Okay. Und das war's auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.